Und damit willkommen zurück zu Commander Conquer 3 Tiberium Wars in der letzten Skrin-Mission. Und zwar Brückenkopf 19. Verhindern Sie die Zerstörung von Brückenkopf 19 durch die feindselige indigene Population. Endlich! Lade die erhaltenen Informationen auf zentralen Datenkern. Die GDI hat den Tacitus immer als Warnung vor den Besuchern verstanden. Und ich sah die Chance für mich, eine überlegene Rasse auf die Erde zu holen. Eine Rasse mit großem Wissen über das Tiberium. Laut des Tacitus würde eine Flüssig-Tiberium-Explosion das Besucherspähschiff alarmieren. Aber unsere Experimente missglückten. Wir erreichten nicht die benötigte Sprengkraft. Dieses Wesen ist im Datenkern bereits erfasst. Genetischer Ursprung unbekannt. Der Overlord wird mehr wissen wollen. Brückenkopf wird angegriffen. Ankunft zusätzlicher Vergeltungstruppen erwartet. Erfolg der Mission gefährdet. Fertigstellung mindestens eines Brückenkopfes hat oberste Priorität. Sekundäroperationen umgehend einstellen. Schiff sofort reformatieren! Insubordination ist inakzeptabel! Ohne aktiven Brückenkopf kann der Großmeister nicht zum Alkor-Knoten zurückfliegen. Die gesamte Sammeloperation ist entbehrlich! Overlord wünscht mehr Informationen über Kane! Befehl ignoriert. Ein aktiver Brückenkopf und der Bau eines Signaltransmitters ist Ihre einzige Überlebenschance, Großmeister. Oberste Priorität, Brückenkopfmontage. Wir verweigern uns dem Overlord. Wissen Sie, unsere KI macht das. Großmeister, Sie müssen den Turm an Brückenkopf 19 bis zu einer Fertigstellung verteidigen. Es geht um alles oder nichts. Der Erfolg unserer Mission und die Zukunft unseres Volkes hängt von der Aktivierung des Turms an Brückenkopf 19 ab. Sie haben ab sofort Zugriff auf alle unsere Offensiv- und Defensivsysteme. Übernehmen Sie das Kommando über den Stützpunkt im Zielgebiet und verhindern Sie, dass die indigene Population den Turm zerstört. Empfange Nachricht. Wir haben im Norden starke GDI-Verbände geortet. Anscheinend haben sie die Absicht, den Turm zu zerstören. Das muss um jeden Preis verhindert werden. Einheit wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wird ausgebildet. Feindliche Einheiten gesichtet. Wird gebaut. Geheimdienstdaten aktualisiert. Na, 9 von 10. Indigene Population hat mehrere Brückenköpfe zerstört. Erfolg der Mission gefährdet. Mindestens ein Brückenkopf muss gesichert werden. Yep. Das wissen wir ja. Einheit verloren. Reparatur läuft. Und wir müssen halt eben dezent mehr Tiberium abbauen und so. Also guck mal, jetzt können wir das Schlachtschiff und so alles bauen. Bau abgeschlossen. Zack. Zack. Wird gebaut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Reparatur läuft. Glaub, wenn ich das Gebäude, ja, das Stelle zerstört habe, das reparieren sie nicht neu, wenn ich. Bin mir gerade unsicher, ob das stimmt oder nicht stimmte. Ah. Wird ausgebildet. Signaltransmitter kann ich noch nicht bauen, okay. Wird ausgebildet. Feindlicher Stützpunkt gesichtet. Feindliche Einheiten gesichtet. Einheit wird angegriffen. Ah, nur das zerstört. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Sehr schön. Alles andere ist mir jetzt relativ Rille. So, und du dahin. Guck mal, was da kommt. Wer da nervt? Einheit verloren. Da oben. Einheit wird angegriffen. Das Problem ist halt erstens auch von zwei Seiten angreifen. Stealth-Einheit geortet. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ah, ich glaube da oben, das kann ich auch zerstören. Sollten sie nicht mehr zu sehr nerven. Reparatur läuft. Feindlicher Kommando entdeckt. Oh Gott, da kommt ein Kommando. Ja, guck mal, hat keine Chance, so ein Buzzernest zu zerstören. Ah, mal wieder schön. Zerstört. Superb. Ja, superb.
einfach nur Aushaltemission am Anfang. Einheit wird angegriffen. Feindliche Einheiten gesichtet. Oh mein Gott, nein, ein Sniper. Oh mein Gott, Sniper. Ah, Juggernaut. Der Stützpunkt wird angegriffen. Nervt. Bisschen. Oder ganz bisschen. Stealth-Einheit geortet. Einheit befördert. Einheit verloren. Reparatur läuft. Ah, ihr nervt. Feindlicher Kommando entdeckt. Wird gebaut. Initialisiere Video-Uplink. Großmeister, Brückenkopf 18 zerstört. Brückenkopf 19 ist der letzte verbliebene Turm. Seine Fertigstellung ist unsere einzige Hoffnung. Wird gebaut. Wenn du das sagst. Wird gebaut. Müssen wir was dagegen tun. Reparatur läuft. Oder dafür tun halt eben. Bau abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Kommt mal her. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Kommt doch das, was mir nicht gefällt. Ungeeigneter Bauplatz. Wird gebaut. Unzureichende Mittel. Einheit verloren. Okay. Feindlicher Kommando entdeckt. Einheit wird angegriffen. Ein Gebäude wurde erobert. Was? Wo? Okay. Alles klar. Bau abgeschlossen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Reparatur läuft. Oh Gott. Oh, die haben sich gerade schön gestackt. Einheit wird angegriffen. Oh Gott. Reparatur läuft. Tiberienfeld abgebaut. Zerstörst das halt nicht. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Er ist zerstört. Wird gebaut. Aha. Wie kann er nur? Komm mal zurück. Feindliche Einheiten gesichtet. Und Sturm. Einheit wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Unser Stützpunkt wird gut gemacht. Abgebrochen. Ach, ich liebe es, wenn sowas passiert. Unzureichende Mittel. Mit Ionsturm würde ich die auch Einheit. Ich brauche kommt jetzt so Chip. Frage, was ist effektiver noch? Bau abgeschlossen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Reparatur läuft. Wird gebaut. Einheit wird angegriffen. Reparatur läuft. Bau abgeschlossen. Zerstört das doch Gebäude. Dankeschön, dankeschön. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Zu wenig Energie. Schock. Feindlicher Kommando entdeckt. Wird gebaut. Unzureichende Mittel. Feindliche Einheiten gesichtet. Ist das nicht nett? Bau abgeschlossen. Um Energie. Weil sie... Reparatur läuft. Ah, das Gebäude ist wieder... Ja. Einheit verloren. Wieder ganz. Einheit wird angegriffen. Nope, Gebäude... Ne, Brücke ist auch weg. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Schön nicht vorhanden sein. Reparatur läuft. Reparatur läuft. Weg mit dem. Oh. So in die Leertaste gedrückt.
feindliche Einheiten gesichtet. Einheit wird angegriffen. Einheit befördert. Wie hat der bitte den da oben angegriffen? Das machen sie eigentlich nicht. Eigentlich. Feindlicher Kommando entdeckt. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Reparatur läuft. Unzureichende Mittel. Wird gebaut. Wird das jetzt... Bau abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Reparatur läuft. Gut. Ja, gut. Feindliche Einheiten gesichtet. Reparatur läuft. Muss ich mich wieder um Energie kümmern. Bau abgeschlossen. Ich bin immer weniger von denen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wird gebaut. Gut für mich. Bau abgeschlossen. Dass die mal ihr ganzes Geld in die Ingenieure reinstecken, ist auch vollkommen in Ordnung. Und wir die jetzt nicht reparieren. Na doch, jetzt reparieren sie es. Und wieder sofort und sofort wieder zerstört worden. Tiberiumfeld abgebaut. Bisschen auf feindliche Einheiten gesichtet. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ist doch nicht. Lol. Oh. Einheit befördert. Oh nice. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einsatzziel erreicht. Wird sehr schön. Bau unterbrochen. Initialisiere Video-Uplink. Brückenkopf-Aktivierung abgeschlossen. Eikor-Fluss zu Zentralknoten läuft. Finales Ziel. Signaltransmitter fertigstellen, bevor Relik... Der Turm ist fertig und immun gegen die Angriffe der GDI. Bauen Sie einen Signaltransmitter, um das Mutterschiff zu Ihrer Position zu rufen. Knoten in die Hände der indigenen Truppen fällt. Unser Entkommen hängt von der Fertigstellung ab. Finanzmittel transferiert. Sehr schön. 30.000. Brückenkopf-Turmkonstruktion. Der Bau der Brückenköpfe ist der erste Schritt der planetaren Eikor-Extraktion. Brückenköpfe extrahieren das gesamte Eikor in einem großen Radius. Eikor wird verarbeitet und zu Knoten transferiert. Verbindung mit Knoten in Form eines interstellaren Gateways für die sofortige Übertragung von Materie. Teilweise Phasenverschiebung der Brückenköpfe und Signaltransmitter nach Fertigstellung. Phasenverschiebung schützt alle Brückenköpfe und Maschinen von vorgeologischen Einflüssen, Wetterkatastrophen, Kometeinschlägen sowie konventionelle, Eikor-basierte oder sonstige Waffen. Also, ne, vor allem. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Es schützt einfach vor allem. Reparatur läuft. Einheit wird angegriffen. Ich glaube, man könnte auch einfach die GDI-Basis zerstören. Neue Bauoptionen. Der Signaltransmitter ist fertiggestellt. Sie können das Mutterschiff nun zu ihrer Position rufen. Moment. Brauchen wir planetare Trägerschiffe. Wird ausgebildet. Tiberiumfeld abgebaut. Einsatzziel erreicht. Normalerweise erscheint das Mutterschiff genau über dem Signaltransmitter. Empfange Nachricht. Geleiten Sie das Mutterschiff sicher zum Turm und starten Sie die Evakuierung. Machen wir. Kein Problem. Kein Problem, sag ich. Dankeschön. Einheit wird angegriffen. Da ist es. Feindlicher Stützpunkt gesichtet. Neues Bonusziel erhalten. Zerstören Sie die GDI-Basis im Nordosten dieser Region. Kein Problem. Wird ja easy sein. Sammler verloren. Wird gebaut. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ah, auch darauf konzentriert. Okay. Bau abgeschlossen. Reparatur läuft. Ungeeigneter Bauplatz. Darauf konzentrieren Sie sich jetzt also die ganze Zeit.
So, jetzt muss ich ganz schön viele Triggerschiffe herstellen. Zu wenig Energie. Ja, genau deswegen. Wird gebaut. Aber. Reparatur läuft. Wird repariert. Starts-Einheit geortet. Bau abgeschlossen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wem werden Firehawks sein? Ah! Oh Gott, die sind gestapelt. Double Kill. Feindliche nice. Einheiten gesichtet. Wird gebaut. Feindlicher Kommando entdeckt. Versuchen extra nur das hier anzugreifen in letzter Zeit. Leute. Einheit wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Warte, oh mein fördert. Gott. Die haben da extra einen Außenposten gepflanzt. Wird angegriffen. Einheit verloren. Da kommt doch her. Ja, die werden repariert. Es ist richtig schön, dass die dadurch repariert werden. Ah. Stützpunkt gesichtet. Einheit wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Sehr schön. Reparatur läuft. Sammler verloren. Ah. Gibt's ja keine Probleme. Aber wirklich schon Kitzel. Jetzt greifen sie dort an. Zureichende Mittel. Reparatur läuft. Wird gebaut. Einheit wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Was für doofe Idioten. Upgrade abgeschlossen. Oh, guck mal, jetzt habe ich meinen Schilder. Reparatur läuft. Nee, nee, erstmal die Basis hier zerstören. Kleine Außenposten. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Damit, weg damit. Feindlicher Stützpunkt gesichtet. Einheit verloren. Sieht nicht sehr schön aus. Ja, überhaupt nicht gerade. Nicht gut, dass sie das angreifen. Einheit wird angegriffen. Einheit befördert. Unser Stützpunkt weg mit der Brücke. Wird angegriffen. Sehr schön. Ja, solange die Brücke weg ist, heißt super. Diese doofen Flugabwehrbatterien. Ah. Einheit wird angegriffen. Reparatur läuft. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, die Basis. Die haben keine Chance. Die werden jetzt total überrannt. Grinne und Flugeinheiten, das ist schon. Ah, dagegen kann man nicht so leicht was machen. Vor allem in Kombination mit den beiden. Bonusziel erreicht. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Jetzt musst nur du rüber. Was ist so ein schöner Bass, mit dem du dich anklickst? Jetzt nicht. Bum, bum. Ah, wirklich. Ich hätte auch mit dem Mutterschiff das ja angreifen können, aber. Obwohl. Das wäre eine Möglichkeit, mal zu zeigen, was das kann. Einheit wird angegriffen. Einheit befördert. Starts-Einheit geortet. Ja, will ich definitiv. Einfach nur das da hier unten. Ja. Okay, es braucht aber jetzt ein bisschen, bis es oben ist. Das hier unser muss noch weg. Stützpunkt wird angegriffen. Oh lol, okay. Einheit wird angegriffen. Vielleicht sehe ich noch Einheiten hier.
Hä? Wahrscheinlich da unten. So, dann gleich. Stützpunkt gesichtet. Ja, sind wir gleich da, wenn das Ding da ist. Wir sind gleich da. Gleich geht's ganz hoch. Weil irgendwie haben die noch einen Bauhof gehabt, weil ich kann mich nicht erinnern, dass die Gebäude hier da waren. Und das da. Naja. Oh ja. Ah, schön. Eine zerstörende Kettenex. Wirklich eine Kettenreaktion. Ja, die zerstört alles. Außer das Grin. Ich glaube, die zerstört auch. Nee, meine eigenen Einheiten zerstört das nicht. Das ist echt krass. Wenn es die eigenen Einheiten nicht zerstört. Aber alle anderen feindlichen Einheiten. Man kann natürlich auch seine eigenen Einheiten praktisch als Brücke benutzen. Oder werden die. Ich weiß es gerade gar nicht. Werden die eigenen Einheiten zerstört oder nicht? Ah, naja. Die ist auf jeden Fall Geschichte. Es ist gleich da. Kann gleich abliefern. Was auch immer es abliefern soll. Soll nur ankommen. Ich weiß nicht, warum es ankommen soll, aber. Ignorieren was. Und es kann immer nur ein Mutterschiff geben, ne? Niemals mehr. Einsatzziel erreicht. Mission erfolgreich. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Leider die letzte Screen-Mission. Ey, wirklich schade, dass sie wirklich nur so kurz sind, aber. Ah! Archivarbelobigung. Okay. Signaltransmitter bereit für Transport des Mutterschiffs zum Brückenkopf. Der erfolgreiche Transport des Mutterschiffs ermöglicht uns die Flucht. Meinen Glückwunsch, Großmeister. Mission erfolgreich. Mutterschiff gerettet. Mission abgebrochen. Großmeister 371 hat Befehle ignoriert. Nehmen Kurs auf Eikor-Knoten. Falls der Overlord mehr Informationen über Kane wünscht, der Brückenkopf ist bald bereit für die Rückkehr zur Erde. Invasionsheer vorbereiten. Die Erde wird fallen. Es ist zu schade, wirklich zu schade. Dass, naja, abgesehen jetzt von Kanes Rache, dann die wieder so ein Command & Conquer rauskam. Command & Conquer 4 kann man absolut einfach in die Tonne kloppen, das existiert gar nicht. Es war erst als Spin-Off gedacht, dann wurde es als Hauptfortsetzung. Und dann wurde denen gesagt, ja komm, wenn das Spiel fertig ist, werdet ihr alle gefeuert. Ja schön, gut gemacht EA. Command & Conquer 3, ein absolut geniales Spiel. Es ist nicht umsonst eines meiner Lieblingsspiele. Also auch vom Typ RTS. Das ist auch wahrscheinlich mit locker in die Top 5 drin. Also eigentlich sind nur RTS in meinen Top 5 drin? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe noch nie meinen Top 5 oder sogar darüber richtig nachgedacht. Aber wirklich richtig gutes Spiel. In Command & Conquer 3, Kanes Rache, wird man noch etwas über Skrins erfahren. Aber auch nicht besonders viel. Also in Command & Conquer 4 sind die überhaupt nicht mehr vorhanden. Ne? Das ist. Gut. Trauern wir dem nicht so weit hinterher. Das war's mit Command & Conquer 3 Tiberium Wars. Es kommt hier nichts Neues. Irgendwie GDI-Kampagne erfolgreich geschafft. Die Nord-Kampagne erfolgreich geschafft. Und die Skrin-Kampagne erfolgreich geschafft. Klar, es gibt jetzt noch Gefechte oder ein Tutorial, was man machen könnte. Theoretisch gibt es einen Multiplayer, dafür braucht man nur CNC Online. Allerdings kenne ich keinen, der es mit mir spielen würde. Oder der das Spiel hat. Ich habe keine Freunde in der Hinsicht. Wir können uns mal die Statistiken angucken. 6 Stunden, 4 Minuten, 5 Stunden, 1 Minute, 1 Stunde, 7 Minuten. Also wirklich sehr, sehr kurz.
Also, ja, es wird jetzt nur von der Gesamtspielzeit, ne, die man in der Mission verbracht hat. Nicht was neu geladen, entladen, etc. sowas, ne? Das wäre dann nochmal länger. Das könnt ihr, wenn ihr die ganzen Folgen mal zusammenzählt, wisst das ja. Oder ich habe wohl ja einiges rausgeschnitten, ist nicht alles mit dabei. Da kann man so circa nochmal ein Drittel draufrechnen. Also, ne, sagen wir 15 bis 16. Ja, sagen wir 15 Stunden. Ist in Ordnung. Durchschnittliche Spieldauer pro Mission sind 15 Minuten, das ist absolut in Ordnung. Verhältnismäßige Niederlagen. Ja. Oh. Okay. Vier Niederlagen. Stimmt, ich bin ja eigentlich mal ins Hauptmenü rausgeflogen. Ja, weil ich, obwohl ich neu laden wollte. Stimmt. Ja, vorhin die letzte Mission. Ach. Gefeuerte Superwaffen 5-mal, 1-mal, gar. Ich habe die nie kein einziges Mal gebaut. Durchschnittlich Einkommen pro Minute. Ja, am allerhöchsten. Wow. Okay, gesamte Rohstoffe. 1, 2, 3. 1,2 Millionen, 1,25 Millionen, 307.000. Okay. Eine 4 Mission schon. Viertel von dem. Krass. Ja, ich spiele keine Kampagnenmission. 23, 17, 4. 44 Missionen, das ist echt nicht zu verachten. Ja, ja, doch, wenn man jetzt so sagt, okay, jetzt sind wir rein die Zeit, 12 Stunden. Bei Origin kann man das Spiel für 5 Euro kaufen. Ach, man hat eigentlich super, ne? Preis-Leistung super. Auf Steam wären das 1 zu 1, ne? 1 Euro pro Stunde. Man das ungefähr sagt, so, ich habe 15 Stunden gespielt. Aber ich kannte das Spiel auch, ne? Ich hatte Erfahrung mit dem Spiel. Ich habe es auch schwer gespielt. Jemand, der nicht so Erfahrung mit dem Spiel hat und so alles, aber es ist. Ne, ich kann das Spiel wirklich jedem, der RTS mag, ans Herz legen. Wirklich, jedem. Von daher. Ist absolut in Ordnung. 6:16. Okay, das ist Zufall. Ah, schön. 37 Energieausfälle, ach du Scheiße. Weil sieht man auch mal. Warum aber das hier nicht gezählt wird? Verstehe es nicht. Und es ist rein Kampagne, das ist cool. 29 Gebäude habe ich verkauft. Zerstörte Brücken, ich habe doch viel mehr Brücken zerstört. Oder zählt das nur die gesamte Brücke? Ah. Was habe ich in der dritten. Ja, in der dritten Screen-Kampagne gemacht. Der eine Brücke komplett zerstört. Weil ich beide Seiten zerstört habe dann. Was war es außerhalb der Aufnahme gewesen? Über die Gebäude 117. Gebäude an Besetzer. 1 zu 1? Okay. Interessant. Oh, gut. Ne, das war's leider mit Commander Conquer 3 Tiberium Wars. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann bei Commander Conquer 3 Kains Rache wieder. Ich hoffe es zumindest. Dann, ja, ne? Es ist immer noch schade, dass es vorbei ist mit Tiberium Wars. Was ist das da, ne? Außer Kains Rache nichts weiter kam. So schade. Wie gesagt, Tiberium Twilight kann man in die Tonne kloppen. Gut, ne? Das war's mit der Folge. Vielen Dank fürs Sehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst noch ein Like da. Und wir hören uns bei Kains Rache wieder. Bis dann. Cheerio.